Und jetzt erleben wir hier einen Kampf im Halbschwergewicht zwischen Alexander the Mauler Gustafsson und Bazooka. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Halbschwergewichtskampf geht. Wenn wir uns das Alter beider Kämpfer anschauen, müssen wir festhalten, doch schon ein ziemlicher Unterschied. Und beide mit ähnlicher Größe und Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC light heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a mixed martial artist making his professional debut here tonight. He stands 64 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, Bazooka. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A mixed martial artist holding a professional record of 18 wins, 5 losses. He stands 65 inches tall, weighing in at 205 pounds. Fighting out of Stockholm, Sweden, Alexander the Mauler Gustafsson. And when the action begins, our referee in charge of the Octagon is Dan Mögliotta. Dan Mögliotta ist das. Er wird diesen Kampf leiten. You ready? You ready? Und los geht's. Der Punch kommt an. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Sauberer Kick von Bazooka. Gute Aktion, da war der Kniestoß zum Körper. Der Treffer jetzt zum Körper mit diesem Kick. Ah, ist der Kniestoß. Ja, starker Kick. Schön hier den Kick angetäuscht. Oh, böser Kick. Der Kick hat gesessen, voll auf den Körper. Und noch ein knallharter Kick zum Körper. Fängt sich den Kick zum Körper, klar. So offen darf er da nicht sein. Sauberer Kick zum Körper von Bazooka. Ja, das Knie landet am Körper. Toller Kick, aber da kommt der Block. Sehr guter Treffer mit dem rechten Pass. Gustafsson mit dem Ellbogenschlag, aber daneben. Guter Treffer, Sidekick zum Körper. Schöner Kick, aber da ist der Block. Oh, er ist angeschlagen. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Nein, der Schlag kommt nicht an. Ah, der Kick bleibt hängen. Oh, schöner Punch. Versucht es jetzt mit dem Kick zum Kopf. Schöner Treffer. Toller Kick von Bazooka. Gustafsson blockt den Kick zum Kopf. Das war ein ganz starker Kick zum Kopf. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Ah, der Treffer zeigt Wirkung. Oh, 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 da muss er seinen Kopf doch besser schützen. Oh, schöner Kick zum Körper. Ja, Sidekick zum Körper. Was für ein Kick und wieder zum Körper. Mit der rechten Geraden erwischt. Von Gustafsson. Sehen wir uns mal an, was in dieser Runde alles los war. Einfach ein großartiger Strike.
Wunderbarer Kick zum Körper. Herrlicher Kick zum Körper. Über zu wenige Angriffe konnten wir uns in dieser Runde nicht beklagen. Brittany Palmer macht uns bereit für Runde 2. Okay, Runde 2. Ja, der Kick kommt an. Starker Tritt zum Körper. Ein Kick nach dem anderen, das sieht gut aus. Ja, den Kick zum Kopf blockt er ab. Der Haken zum Kopf, guter Treffer. Solche Unaufmerksamkeiten muss er vermeiden. Ah, der Kick zum Kopf landet im Nichts. Schöner Kick, da ist der Körpertreffer. Oh, schön abgeblockt. Schön, da ist der Sidekick zum Körper. Oh, der Kick ging voll auf die Leber. Der kommt noch mal. Starker Kopf, aber der zeigt Wirkung. Oh, voll auf den Körper. Was für ein Kick. Ja, wieder ein toller Kick. Starker Kick, aber die Deckung steht. Oh, er scheint benommen zu sein. Und beide stehen wieder. Ja, starke Rechte, aber nicht genau genug. Ja, schöner Kick und da ist der Treffer. Oh, der Körpertreffer raubt ihm die Luft. Oh, er ist angeschlagen. Und da ist der nächste Knockdown. Und er steht wieder. Ganz starker Kick auf die Leber. Er ist angeschlagen. Starker Angriff vom Kopf, er ist genommen. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Der Fight ist zu Ende. Diesen Kampf hat er wirklich großartig beendet. Er hat seinen Gegner gnadenlos ausgenutzt. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Am Ende holt er sich hier den Sieg durch K.O. und jetzt darf er natürlich zu Recht jubeln. Schöner Sieg! Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Dan Lugliotta has called a stop to this contest at 3 minutes, 21 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, Hazuka! Und hier ist er, der Sieger durch K.O.